Oh, sind wir schon drauf? Ah, sieht das nicht gut aus. Servus, hallo und ein wunderschönes neues Jahr 2023. Ich begrüße euch zu einem neuen Format hier aus der Brauerei. Wir wollen euch jeden Monat ein Bierstil und ein Bier von uns ein bisschen näher bringen. Wollen euch ein bisschen was darüber erzählen. Es begleitet euch quasi den ganzen Monat weg. Und dieses Video hier gehört unter anderem auch dazu. Hier erzähle ich so ein bisschen was über das, was hier im Glas ist. Das ist unser Bier des Monats im Januar 2023 ist. Und wir haben uns da ein paar Sachen drüber ausgedacht. Wir wollen euch ein bisschen Historie erzählen. Wir wollen euch ein bisschen natürlich was über diesen Stil erzählen, wie man es trinken kann, was wir uns dabei gedacht haben. Und auch so ein bisschen, wozu man es vielleicht pairen kann, Form von Essen, Form von dem ein oder anderen Leckerli, was halt hier gut passt. Und wir wollen euch hier selbstverständlich auch zeigen, wie ihr dieses Bier einsetzen könnt beim Kochen, beziehungsweise zu welchen Speisen es gut funktioniert, sodass es einfach saulecker ist. Ich freue mich, also los geht's. Wie ihr schon seht, habe ich mir das Ganze schon mal eingegossen. Wir haben hier für den Januar 2023 unser Blackfly. Das ist unser erstes original gebrautes Imperial Stout. Ein Imperial Stout ist ein sehr dunkler, wie man schon sehen kann, kräftiger, intensiv malziger Bierstil. Entstanden aus England, eigentlich aus dem Porter raus, schon viele Jahre her. Die bisschen stärker eingebrauten Porters damals hießen Stout Porters. Das Stout Porter klingt so ein bisschen komisch, haben sie das Porter einfach weggeschmissen, zu einem eigenen Bierstil eigentlich gemacht. Und so ein bisschen, ja, die leichtere Version von einem Stout, auch schön röstig, dunkel, aber ein bisschen leichter im Alkohol. Wobei Stouts durchaus, ihr kennt sicherlich Guinness, auch leichter sein können. Imperial Stout, stärker. Von 8% aufwärts würde ich mal sagen, 8,5 bis 9, hoch zu 12, 13 oder auch mehr. Also es gibt Vertreter von dieser Gattung, die auch mal 16, 17, 18% Alkohol haben. Wobei, da muss man schon sagen, ist das noch Bier oder vielleicht schon Likör oder, ne, Schnappes oder sowas in die Richtung. Aber ich denke immer so, wenn es hauptsächlich so hergestellt ist, wie man Bier eben herstellt, aus Malz, mit Hopfen, mit Hefe und mit Wasser, warum nicht es auch Bier nennen? Ne? Bier kann sehr vielfältig sein. Also Imperial Stout ist in dieser, ja, immer noch jungen Craft-Beer-Bewegung in Deutschland auch so langsam angekommen. Es gibt mehr und mehr Brauereien, die diesen Stil brauen und auch regelmäßig im Sortiment haben. Wir eben jetzt auch. Das Ganze haben wir im Dezember hier aus unseren Tanks abgefüllt. Ich stell mal kurz die Flasche hier rüber. Und haben gebraut Anfang Oktober. Das ist 2 Monate. Eigentlich eine relativ kurze Zeit für so eine Imperial Stout. Das Ganze kann durchaus auch noch mal einen Monat länger im Tank sein. Wir haben uns aber entschieden, weil wir probieren natürlich regelmäßig, das ist lecker, also ab damit in die Flasche, dass es im Vorweihnachtsgeschäft eben noch rauskommen konnte. Und viele von euch haben sich hier auch schon das ein oder andere Exemplar zugelegt und probiert und getrunken, für gut befunden, für eher so naja befunden. Dem einen oder anderen schmeckt es vielleicht nicht, weil es einfach too much ist. Von Malz, von Hopfen, von Hefe, von Wasser. Ja, wobei, so viel Wasser ist ja gar nicht drin. Wir haben ja 90% nur, der Rest ist Alkohol. Die Hefe übrigens ist eine englische Ale-Hefe, die auch nicht ganz so trocken verkehrt. Wir haben hier sowieso relativ viel Restzucker drin in diesem Bier. Also es hat eine gewisse Süße, es hat auch ein bisschen mehr Kalorien. Passt also hervorragend in den Januar, weil wir dazu sagen, bewusst genießen. Also sich darauf einlassen, das ist ein Bier, ne? Bier kann man ja einfach mal runtertrinken, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Hier sagen wir aber, wir nehmen eins, wir schenken es in ein schönes Glas, sodass es auch so ein bisschen Platz hat hier oben, wo man die Nase mal reinstecken kann, wo man riechen kann, die Komplexität des Malzes, Schokonoten, Karamellnoten, ein bisschen Kaffeenoten, aber auch Lakritze, ein bisschen Rosinen, Dörrobst. Also das ist so ein Potpourri aus den verschiedensten Geschmacksrichtungen, die sich da schon mal in diese Nase hineinlegen. Und ja, wir können ja da auch einfach mal trinken. Also wir haben 10,5% Alkohol. Das ist für die Gattung Imperial Stout jetzt so im Mittelfeld, würde ich sagen. 12, 13, da sage ich, okay, so würde ich sagen, gehört sich das. Ja? 10,5, also Mittelfeld, fast ein bisschen wenig Alkohol für diese Art Bier. Aber wir wollten ja erstmal klein anfangen
und plan auch schon das ein oder andere Imperial Stout noch in diesem Jahr fertig zu machen und rauszubringen. Auch die ein oder andere Holzfasslagerung ist mit dabei. Dieses Bier ist super gut geeignet, um zum Beispiel in Bourbon- oder Whiskyfässer das Ganze zu packen, aber auch Sherry, Cognac etc. Alles, was man sich so vorstellen kann, passt dieses Bier super rein. Durch den hohen Alkoholgehalt, durch die Süße, aber auch durch die Zusammensetzung eben von dieser Malzintensität. Auch Zusätze wie Kakao oder Kaffee oder Zimt oder Vanille passen hier natürlich auch sehr, sehr gut rein. Unser Vertreter des Blackfly ist ein sogenanntes American Style Imperial Stout. Da haben wir uns dazu entschieden, weil wir einfach auch Hopfen sehr gerne haben. Und diesen American Style ist einfach so ein bisschen Hopfenpräsenz auch mit drin. Wir haben hier mit Columbus gearbeitet, relativ viel, sind so an die 100 IBUs, die einfach auch eine schöne Hopfennote geben und mit der Süße vom Malz und mit dieser ja, Intensität auch und Komplexität vom Malz eine gewisse Balance nochmal eingehen, aber schon auch geschmacklich so ein bisschen ja, präsent sein dürfen. Also, wir stoßen mal an auf den Januar, auf dieses neue Jahr und probieren einfach mal. Da passiert viel. Es ist zum einen sehr cremig schon mal, es ist leicht ölig, die Kohlensäure ist nicht ganz so stark, dann kommen viele Malznoten, so dunkle Schokolade, Kakao, Dörrobst, Rosinen, kriege ich so ein bisschen Tabak vielleicht auch und dann kommt schon der Hopfen. Der Hopfen, der schlägt schon auch ganz gut ein, also da ist eine Bittere mit dabei, die natürlich auch von den Röstmalzen kommt. Ihr kennt es vielleicht, wer auf was Verbranntes mal beißt, ne? Und Röstmalz ist nun mal ganz schwarz geröstetes Malz, der Zucker ist mehr oder weniger verbrannt, da hat man auch so eine Bittere schon mit dabei. Die Süße ist natürlich auch vorhanden und der Hopfen spielt hier einfach schon sehr intensiv nochmal mit in die Geschmacksnoten. Jeder Schluck, jeder zweite, dritte, vierte Schluck wird doch ein bisschen runder, weil sich die Geschmacksknospen auch an diese Intensität gewöhnen. Temperatur ist bei so einem Bier natürlich auch sehr entscheidend, also die Trinktemperatur. Man kann es wunderbar lagern, auch außerhalb vom Kühlschrank, im Keller, auch über ein paar Monate oder vielleicht sogar ein, zwei Jahre. Kann ich jedem nur empfehlen. Blackfly wollen wir jedes Jahr im Dezember rausbringen. Jedes Jahr wird es eine ähnliche Version geben, aber dann kann man auch mal zu Hause sagen, so hey, ich habe ja noch vom letzten Jahr drei Flaschen. Dann nehme ich mal eine und probiere die mal mit dem neuen und das Jahr drauf. Hey, ich habe noch zwei Flaschen von dem Jahr vorher, ne, und jetzt probiere ich die. Ach, da habe ich auch noch zwei Flaschen, ne, probiere ich die. Und dann kann man sich so ein schönes Vintage-Tasting aufbauen. Also Imperial Stout durchaus auch mehrere Jahre gut einzulagern und dann kann man es auch immer wieder probieren und schmeckt auch immer wieder andere Noten. Wir sind jetzt hier bei 3 Monaten ungefähr von Brautag bis jetzt. Das ist so eine Zeit, wo ich sagen würde, okay, dieser Zustand, so soll es sein. 4, 5, 6, 7 Monate jetzt nochmal und dieses Bier wird noch runder, wird noch geschmeidiger, wird noch mehr eine Einheit geben. Dadurch, dass da so viel drin ist an Malz und Hopfen und Hefe und Alkohol, ist es natürlich schon eine gewisse Wucht von allem und das braucht eben eine Zeit, um es wirklich rund zu haben. Also wenn ich so eine Imperial Stout habe wie unseres jetzt, wo ich auch wirklich von dem Preis mit 5,90 Euro pro Flasche in einem fairen Level bin. Also es gibt hier durchaus Vertreter, die sind 10 Euro, 12, 15 Euro. Wenn dann ein Holzfass noch dazu kommt, sehen wir auch schon deutsche Brauereien, die so an die 35 Euro gehen. Muss jeder selber wissen, wie viel er dort aufschlägt oder auch natürlich der Konsument, ist er bereit, das zu bezahlen oder eben auch nicht. Aber hier kann man sich eben auch mal ein paar Flaschen von gönnen und die dann auch bei sich einlagern und auch immer mal wieder probieren. Und das, finde ich, macht es eigentlich aus, so ein Imperial Stout, so über ein Jahr auch immer mal wieder ein Fläschchen auszupacken für einen speziellen Moment. Denn darum geht es beim Imperial Stout. Es ist ein absolutes Genießerbier. Man kann sich hinsetzen, man kann es einschenken, man kann es riechen. Man schmeckt, es ist jetzt kühl. In 10 Minuten ist es ein bisschen wärmer, es schmeckt ein bisschen anders. Man kann was dazu essen, in Form von natürlich Schokolade. Ich habe da übrigens auch mal was vorbereitet. Von Tom's Hot Stuff aus Österreich. Ein guter Freund, der wunderbare Chili-Soßen macht, gibt es auch bei uns zu kaufen, hat hier ein Schokoladenstänkchen mit einer Schokomanufaktur zusammen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ah ja, Semmelrock aus Hermagor, ne, in Österreich. Und es ist quasi so ein scharfes Schoko, ein scharfer Schokostick mit Orange und Chili. Ja, so schaut es aus. Und ich würde sagen, das Ding
Und das Ding. Ein bisschen gemeinsam im Mund. Das ist schon verdammt gut. Also kann ich ihm nur empfehlen. Stand jetzt gerade da, ich habe so Lust drauf. Geht zu eurem Schokoladen des Vertrauens oder zum Chili-Soßen-Hersteller des Vertrauens und schaut mal, ob ihr da sowas findet. Oder guckt einfach nach nahegelegenen Supermarkt. Meistens gibt es dort auch Schokolade mit Chili. Das passt einfach gut zusammen. Jetzt hier die Orange noch, gibt so eine leichte Fruchtigkeit. Ja, das ist sensationell. Das macht super Spaß. Ja, zum Essen sehr, sehr gut geeignet. Gerade für ein bisschen kräftigere Gerichte, für Eintöpfe, Fleischeintöpfe, für Braten, aber auch so ein paar Specials wie zum Beispiel Austern. Austern, die Salzigkeit, die Mineralität auch, funktioniert mit dem Imperial Stout sensationell. Dunkle, schön kräftige Soßen natürlich auch an verschiedenen Gerichten. Und selbstverständlich der klassische Schokokuchen, ne? Oder auch eben der Schokopudding oder. Also Schokolade generell, Gleiches und Gleiches gesellt sich zusammen. Das funktioniert auch immer sehr, sehr gut. Geräucherter Fisch, der ein bisschen fettiger auch ist, aber auch Spare Ribs oder Pulled Pork und so weiter und so fort. Also ein Imperial Stout ist sehr, sehr gut geeignet für alle Käseliebhaber. Auch ein wunderbares Bier, kräftige Käsesorten, Camembert, Brie, aber auch so ein Blue Stilton und so weiter und so fort. Das sind wirklich sehr, sehr gut passende Käsesorten, die hiermit echt sehr, sehr gut harmonieren. Also es ist ein Bier, was einfach für den Genussmoment da ist. Und ich denke auch, wer sich im Januar vornimmt, einfach kein Alkohol zu trinken, sehr, sehr gut, kauft euch das Ding, trinkt es im Februar. Und der sagt, ein bisschen weniger, der sollte hierher zugreifen, weil es einfach dieser Moment ist. So dieser, das ist einfach was Spezielles. Es ist ein Genießermoment. Und Genießermomente sind schön, die machen Freude, die sind positiv für den Kopf, für die Seele. Und ja, rundum sollte es uns ja auch gut gehen. Und gerade in der Zeit, die jetzt im Januar auch eher dunkel ist und düster und irgendwie nicht so schön und es regnet draußen und gut, ab und zu hat es auch mal 20 Grad. Ne? Aber trotzdem ist natürlich so eine Imperial Stout wie unser Blackfly hervorragend geeignet. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem Bier des Monats im Januar 2023. Guckt immer wieder rein auf Social Media, Instagram, Facebook. Abonniert unseren Newsletter. Dort schicken wir euch natürlich auch, falls ihr es noch nicht getan habt, schicken wir euch natürlich auch viele Infos raus über unser Bier des Monats Bier, auch übers nächste. Und wir werden diese Videos auch in der Webseite sammeln, sodass ihr euch das Ganze nochmal anschauen könnt. Und vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr einen kleinen Kalender zu den Bieren des Monats. In diesem Sinne, cheers und bis bald. Jetzt brauche ich nochmal so ein Stück Schokolade. Mann, ey, das ist schon gut, ne?